der letzten Episode. Gut. Wieso bleibst du jetzt einfach stehen? So, ja, hallo Wölfe, ich trage viel Fisch. Hier unten, genau, hier lag der Elch. Hirsch. Ups. Ja, ups. Trippelkohle. Das ist natürlich schön. Ein Elch in der Höhle, das wäre auch. Und zwar ein lebender Elch, wohlgemerkt. Wäre der Hammer. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Episode 108. Ja, wir sind im idyllischen Tal. Man mag es kaum glauben, ja. So schnell ist man hier. Ich wollte eigentlich nur durch die Höhle gewundener Fluss. Dann hat es sich aber ergeben, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir doch schon hier sind in der Höhle, meine ich jetzt, dann können wir doch gerade nochmal ins idyllische Tal gehen und da den Sender reparieren, weil das ist tatsächlich der einzige Sender, der fehlt. Die anderen sind dann alle repariert. Und ja, hier gibt es ja auch noch eine Luke. Ja, wir wollen aber erstmal was essen. Da drüben ist auch ein Schneehuhn. Okay, die sind anscheinend hier runtergekommen. Die waren oben an dem, den man nicht sieht, dem kürzeren Kletterpunkt. Nicht direkt am Turm, sondern ein bisschen weiter weg. Ja, wir brauchen 5 Metallschrott. Wir haben keine, die Säge lustigerweise nicht dabei. Wir haben wahrscheinlich nicht mal das Brecheis dabei, richtig? Ja, und den Hammer. Deswegen sind wir so leicht, okay. Das erklärt einiges. Gut, mit so viel Essen hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Und so viel Wasser. Ist ja der Hammer. Auch hier ist nichts. Wieso ist hier nichts zu essen? Okay, wir haben genug Holz, aber nichts zu essen. Jetzt hatte ich ein bisschen darauf spekuliert, dass wir hier was haben, okay? Das ist ungünstig, ein bisschen. Na gut. So, Metallschrott, wo bist du? Gewöhnlich lagern wir das hier. So, dann müssen wir kurz in die Inventur. Das korrigieren. So, da ist auch nichts drin. Wir haben das anscheinend alles aufgegessen. Also warte mal, wir warten uns noch mal ganz kurz warm. So. Da kriegst du noch einen. Da gehen sie da hin. Es ist sehr ruhig, okay? Gewöhnlich kann man hier eigentlich auch sich vor Wölfen ja kaum retten, aber irgendwie ist diesmal nichts. Hm. Ja, da müssen wir mal gucken. Jetzt heißt es erstmal wieder rauf, den Sender fertig reparieren und dann wahrscheinlich zurückkommen und gucken, ob man hier irgendwas vorsorgen kann an Futter. Auch hier ist nichts, okay? Interessant. Jetzt heißt natürlich gucken erstmal, wo der Bär sich rumtreibt, da durchkommen oder nicht. Okay, das ist die nächste Brücke, die Brücke der Einkehr, wo der eine Fundstelle wäre.
scheint zumindest nicht hier vorn zu sein. Can't feel my hands. Lass uns mal nach Rohrkolbenstängeln gucken. Hier ist nichts. Gut, alles klar. Hier waren wir wahrscheinlich schon. Gibt was? Linker Hand, echt? Ist der Bär da drüben? Ja, tatsächlich. Okay. So cool. Dann darfst du wieder das Seil rauf, Junge. Kannst du hier eigentlich auch schon mal wechseln? I need to find food. Ach ja, schon wieder. Halt. Da kommt schon wieder der Schneefall. Wir hatten zwar gerade das Schneefall, aber hey. Warte mal, geh mal ins Inventar. Oh, wir haben sogar noch 3 Kilo Platz. Rauf und dann sind wir auch gleich da. Ich denke mal, die Schneehühner sind nicht wieder da. Das wäre nur zu schön. Oh, der Tag ist sogar relativ fortgeschritten, schon echt. Achso, weil wir auf den Blizzard natürlich gewartet haben. Okay. Keine Schneehühner zu hören. Also kommt man dann gewöhnlich auch so schnell nicht wieder zurück. Gut, gut. Also erstmal ein Stückchen rennen. Wenn der Sender hier repariert ist, vielleicht kann man dann ja sozusagen Auroras triggern. Ich weiß ja nicht, wie das in dem Spiel funktioniert. Mit dir. Könnt ihr für Arbeit heute Abend vielleicht mal die Brühe geben? Die nehmen wir ja auch vorrangig eigentlich eher so zum So-Trinken anstatt zum Verbrauchen. Wir haben Angelzeuge dabei, also theoretisch könnte man mal so eine 24-Stunden-Session, eine Angelsession am Teich der Gedanken machen. Wir haben zumindest mal 2-3 Fische zusammenzubekommen. So. Ja, gut, fertig. Gut, unter den Umständen wärmst du dich jetzt erstmal auf. Natürlich, der feine Herr. Doch, du kannst das. Also wir können jetzt ja auch unser Bett aufwärmen hier. Was du hier für einen fetten Wärmebonus hast. Haben wir schon den Blizzard? Nö, ja, das ist noch ein bisschen weg. Gut, hast es mal wieder geschafft.
Okay, und einschalten. Hast du geschafft, sehr schön. Genau, jetzt heißt es halt die Signale untersuchen. Dazu brauchen wir erstmal das passende Wetterphänomen. Apropos Wetterphänomen. Wir bleiben ja sowieso heute Nacht hier. Wieder mal, wie es aussieht. Ja, das sieht wieder eher aus, als würde es jetzt Blizzard geben, als ein... Ja, geh rennen. Als Aurora, aber man weiß es nicht. Schade, dass wir hier nichts machen können. Damit ich mir komme, wir legen nicht mal eine Stunde schlafen. Wir haben eh so ein matschiges Auge. Das ist, macht dann auch kaum noch einen Unterschied. Ja. Wir können nicht. Wir haben halt unglücklicherweise die Säge vergessen. Sieht immer noch genauso aus. Tja. I'm gonna need to eat soon. Junge. Wir machen hier ein Pendeln wahrscheinlich. Ja, komm, gib dir gleich noch einen. Der Vielfraß. Das sieht schon ein bisschen mehr nach Blizzard aus. Ich wollte doch sagen, das muss doch Windschatten sein. Voller Windschatten. Okay, wir bleiben jetzt hier drin. Es ist ja auch egal. Leider müssen wir noch ein bisschen warten, Junge. Ja, das passt noch nicht. Lass mich verarschen. Jetzt haben wir Aurora. Okay, also ich lese nochmal vor. Idyllisches Tal. Wir haben bei der Gipfelhöhle, Brücke der Einkehr und Ort des Zwiespalts plus die Luke. Gut. It's making me feel tired. Okay, die Gipfelhöhle ist hier vorne sozusagen. Also ist schon noch ein Stückchen zu hin sozusagen, aber es ist nicht so extrem weit weg. Dann ist natürlich die Brücke der Einkehr. Dann machst du so einen Bogen so übers Bauernhaus. Dann rüber zur Luke. Mal gucken, das müsste eigentlich auch hier drauf sein, oder? Genau, hier ist der Funkturm und das... Gibt was? Die ist unten, ja, okay, das ist dann hier drüben, ist irgendwo die Gipfel, ist schon noch ein Stück hin. Temperatur ist mir jetzt auch erstmal egal. Es ist halt kalt. Ja, das ist doch egal, Junge. Weiß nicht, wie viel Durst sozusagen die Brühe löscht, aber wir geben sie noch einfach trotzdem, weil die hat so viel Kalorien. Das sollte man schon tun. Warte mal, das ist... Jetzt muss ich gerade gucken. Genau, wir müssen auf jeden Fall auf die andere Seite.
und wir wechseln das mal wieder. Uns ist es ja eh zu kalt. Ja, hier ist der namenlose Teich. Da müsste... Das ist doch da vorne. Nee, das ist nach dem... Genau, das ist nach dem Wasserfall. Das ist ja in diesem, da gibt ja diesen Abstieg, da kannst du ja hier dann hier runter. Das heißt ja nicht vor dem Wasserfall. Oder doch? Zumindest springt noch nichts an. Teich der Gedanken. Das müsste da vorne sein, meiner Meinung nach. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bisschen verwirrt. Das ist die Gipfelhöhle. Ne, die gibt oder ist die Gipfelhöhle bei dem Jägerversteck. Und ist auf jeden Fall ein grüner Wolf. Ist das nicht eine Höhle hier? Oder ist es nur ein großer Felsen? Ja, ich glaube, das ist nur ein großer Felsen. Gut, ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt mal zu dieser. Ist das überhaupt die richtige Brücke? Bin gerade ein bisschen verwirrt, ja. Das müsste eigentlich noch die Zwiespalt. Ne, wie heißt die Brücke? Nicht die Brücke des Zwiespalts. Brücke Neues von irgendwas. Signal schlägt halt auch noch nicht an. Doch, tut es. Ich hab's nicht gehört. Gotta eat soon. Ah, schön. Ja, vor lauter Verstecksuche. Na ja, gut, okay, dann kriegst du jetzt erstmal nix. Unter Kühlungsrisiko geht noch. Kannst du bitte, ja. Danke. Es könnte aber sein, dass es eher das bei der Brücke ist. Ja, genau. Als bei der Höhle. This pack is getting kinda heavy. Felsen anscheinend. Ja, wo ist es jetzt? Gut, da haben wir zumindest mal das schon bei der Brücke. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Dass sie sagen, dass da nichts gibt, nichts Sinnvolles. Leder unten am Birkenschößling. Okay, jetzt heißt es erstmal zum Bauernhaus zurück. Wir müssen uns erstmal aufwärmen oder zur Scheune zumindest. Da müssen wir nochmal genauer gucken, wo die Gipfelhöhle jetzt ist. Ja, das ist der Junge ziemlich im Eimer. Du könntest aber mal ein bisschen Kaffee trinken. So. Dass wir einfach mal ein bisschen schneller sind. Thank you.
Es kommt langsam. Unterkühlungsrisiko. Der Wind kommt aus einer extrem ungünstigen Richtung, leider. Asphalt. Gut. Oh, ein bisschen rennen kann man noch. Ja, komm. Way down right here, if I thought I'd never wake up again. Ich glaube, das sind 42 Kilo. Jetzt stell dich nicht so an. Wir nehmen das Auto und fahren gerade rüber. Es fehlt nur noch das Wasser. Das kann doch nicht wahr sein. Er will nicht laufen. Er läuft nur noch 50% der Geschwindigkeit plus den Malus, den du halt hast durch das Übergewicht und die Schläfrigkeit. Das ist im Prinzip sind wir wahrscheinlich jetzt auf 5% E-Geschwindigkeit reduziert. Ich will aber noch zur Luke heute, Junge. Auch wenn es Mitternacht ist, mir völlig egal. Wir schlafen dann schön in den Tag, kriegst du 10 Stunden Schlafsession mit Tee. Dann passt das alles. Da gibt es auch wieder Schneehühner. Zum Glück gibt es die nicht als Aurora-Tiere, dass sie dann aggressiv werden. Attacke. Unterwegs ist. Natürlich der Aurora-Bär. Might have to drop some gear. Ja, ja, wir droppen auch. Keine Sorge, wir droppen. So. Hier 6 Kilo. Nochmal ein Kilo. Und 600 Gramm. So, genug getroppt. Da kannst du noch den Schössling dazu droppen. Wir droppen einfach. Ach ja, die könnt ihr übrigens mal auffüllen. Das macht es wieder ein bisschen übersichtlicher. Genau. Da kommt jetzt hier noch den Draht droppen. Dann. Schläfst jetzt mal eine Stunde. Nur eine. Echt, du wachst doch wieder auf. Das ist ja der Hammer. Hätte ich jetzt gar nicht mit dir gerechnet, dass du das noch tust. Wie schwer sind wir jetzt? 32 Kilo, das kann ja nur nicht sein, dass das ein Problem ist. Ja. Wo ist jetzt der Aurora-Bär? Zumindest nicht vorne zu sehen. Gut. Da ist er. Gut, Kontakt mit den Bären wäre jetzt tatsächlich tödlich, das ist klar. I need snow if the hypothermia wouldn't kill me. Er ist uns noch auf der Fährte. Aber er ist ein Stück weg. Okay, halt. Doch, du sollst davon ein Drittel. So. Kannst du es mal sein lassen mit dem Geschlotter, Junge? Das glaubt dir so langsam auch keiner mehr. Ja, inzwischen sind wir weit genug weg. Muss ja noch aufpassen, weil hier vorne sind manches Mal auch Wölfe. Ich
minus 42 Grad, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir sind noch sehr weit weg. Das ist irgendwo da hinten. Das ist leider noch ein Stückchen hin. Das kostet richtig 4% die Aktion. Genau, da ist die Bärenhöhle. Wahrscheinlich inzwischen auf unter 40%. Oh, guck mal, Rohrkolbenstängel. Ja, Junge, das müssen wir mitnehmen. Erstmal die hier. Ah, okay, gut, das war's. Damit. Ja, wir gehen hier hoch. Rennen. Naja, dann kommen wir dann auch mit verstauchten Haxen an. Also die Prozente kannst du zusehen, wie schnell die sinken. Das ist echt zu krass. Und hier ist schon so ein Prolet verloren gegangen, gell? Da vorne ist es zu sehen. So, da wird es jetzt zumindest erstmal wieder warm. Das ist schon mal das Schlimmste, ist dann schon mal gebannt. So, die schönen Hasenfäustlinge. Ist doch lustig, dass das Funkgerät verstummt, sobald man den Schnee weg hat. Ah, Seenotfackel, okay, alles klar. Gut, Wärme, Junge, durchsuche Vorratsluke Beta. Ja, Alpha ist im League Inlet. Gut. Hallo? Was ist das? Ab in die Fräse. Das ist ein Metallschrott, ist da. Ist okay. Ja, auf jeden Fall. Hm. Du weißt, was man damit macht. Ich sehe das schon. Gut. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Wasser. Genau. Gut, da kann man sich später drum kümmern. Noch ein Draht. Halt. Eine Batterie, ja, juhu. Session 12, Project Medical Officer interviewing Patient 7. Back to the third instance. Find the bridge between them. Trying to. Okay. It starts the same as every other time. A dark room. Square. I feel the wall behind me, and I can barely make out the walls to the right and left. Smooth, like steel or glass. I can't see the wall opposite me. It's too dim. I walk forward, and that's when I notice it. Every time. The pit. Just a hole in the floor, really. It's funny. The floor seems to slope a little bit as it reaches the edge. But the floor is made of bricks.
bricks that start to bend, best I can tell. And the end? The last image you can remember? That's when it shows up. What shows up? Can you describe it? From across the pit, where the other wall should be, something darker than everything around it, sort of floating. It moves to the edge of the hole. No face, just a moving shape. A shadow. Is it me? My face? God damn it. Man, that's when I wake up. Every damn time. Mouth so dry. Ach, hast freundlicherweise gewartet. Ich weiß nicht, ich lasse die Batterie hier. Wir brauchen die wirklich. Wir brauchen eigentlich auch nicht die Sicherung, aber Sicherung ist wenigstens nicht so schwer. Warte mal, hier sind wir ja reingekommen. Das ist noch so ein Ding, oder? We ran power to Rüdiger's machine for the first time yesterday. It was nothing like what they predicted, even at half energy. I still have no idea what the endgame for all of this will be. The whole project. And I'm seeing now that few of the men building it do either. It's all over their faces. All this time underground isn't helping their morale, but I'm confident our fragile truce will hold until we're finished. We worked hard to make it this far after what happened to Team 3. But afterwards? Impossible to say. Naja, das war die Durchsuchung. Okay, alles klar. Mülleimer, Gott. Streichhölzer, hervorragend. Noch ein Buch. Noch mehr Wasser. Oh, ich habe so viel Durst. Oh, die wertvollste Ressource, Dosen. Excellent. Eins Mais, echt? Mehr nicht. Ja, der ist nicht so groß. Da findest du nicht so wahnsinnig viel. Ich habe das Gefühl, dass es das schon war. Ja. Das Kiesen kannst du tatsächlich noch auseinandernehmen, okay. Ist alles also reichlich Stoff, ja gut. Also du kriegst jetzt erstmal den Tee. Was nehmen wir noch? Die Brühe haben wir gesagt. Und ja. So viel Wasser war es tatsächlich gar nicht durch die Brühe. So, gute Nacht. 10 Stunden genau. Eieiei. Gut, ein paar Prozente waren es, aber es ist jetzt nicht so extrem gewesen, leider. Wir können jetzt auch nicht mehr schlafen, weil, wie seht ihr, es ist mitten am Tag. Aber ein bisschen Stoff gewinnen wäre super. Ja, ich will den Sattbonus wieder haben. Wir müssen halt jetzt mal gucken. Rohrkolbenstängel. So, da haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Stoff ist hier noch. Also das, ich will jetzt nicht allen mitnehmen, aber dass man zumindest ein bisschen was genommen hat. Ich glaube, wir haben eine Sprühfarbe dabei. Das heißt, wir werden oben dann auch mal entsprechend das markieren. Mehr ist es auch nicht. Es ist halt Interloper-Style. Ich würde sagen, ja, Blizzard natürlich. Wie du willst hier raus. So. Ich habe den Griff, genau. Sehr schön, dann ist das Ding auch drin. Gut, das hat jetzt reichlich Prozente gekostet. Wir brauchen jetzt noch die Gipfelhöhle und 3 Strikes. Da gab es bei der Madame eine Notiz, da habe ich nämlich ein Messerchen übersehen. Ah ja, guck mal, ein Schössling.
Na, der Bär ist auch schon unterwegs. Vielleicht kann man den sich am Bauernhaus krallen. Wenigstens noch ein Beil dabei. Echt keine Rohkolbenstängel hier. Mhm. Naja, gut. Aber die Funde waren echt nicht schlecht, also speziell jetzt in dem Vorratsversteck. Ich meine, wir hatten auch schon einen mit einem Stoff drin, okay. Wo war der Wolf jetzt? Hm. Cold is making my head feel. Ah ja. Da ist der Wolf. Ich will jetzt nicht hier Wolf grillen. Hey. Ja, wir warten. Er ist klar sogar auf. Ich würde halt gerne mal in diesen Verschlag schauen. Und Stöcke mitnehmen. Achso, wir hatten, ja okay, wir hatten auch nicht das, das Unterhemd an. Geht's ein bisschen schneller. Na gut. Also entweder waren wir hier schon oder es war gar nichts hier. Natürlich noch jetzt ordentlich Holz gebunkert, der Scheune. Das Lustige ist, man könnte zur Not auch dort abkochen. Brauchen wir jetzt nicht, weil im Bauernhaus ja auch so ein Grill ist. Aber das ist gar nicht so schlecht. Da gibt es ja echt viele davon. Viele Grille. Erstmal warm machen. Mal schauen, ob man den Bär schon sieht hier drüben oder ob er noch braucht. Er ist noch nicht hier, okay. Die ist halt auch nicht der schnellste. Ja, ich denke, das ist halt jetzt schon die fortgeschrittene Stufe nach über 200 Tagen. Wo halt die Tierwelt einfach abnimmt. Wölfe sind teilweise nur noch einzeln. Du hast halt Schneehühner auf jeden Fall noch und Kaninchen. Und die Bären natürlich, das ist auch klar. Aber ansonsten kommt da nicht mehr viel. So die üblichen Viererpacks hier, das ist wahrscheinlich einfach nicht mehr so üblich. Drüben ist noch ein Hirsch. Aber ich dachte, ich hätte einen Stock gesehen. Die Sprühfarbe, okay. So, lass uns mal die Stöcke schon mal ablegen. So, Schlafsack raus. Und einmal kurz anwärmen. Okay. Genau. Wieder Rohrkolbenstängel. Wir müssen noch ein bisschen nach Rohrkolbenstängel suchen. Wir werden hier auch eine Angelsession machen. Wir werden also noch zu Deutsch. Wie es unverhofft kommt oft. Wir werden hier noch eine ganze Weile bleiben, schätze ich mal. Der Bär ist unterwegs, alles klar.
Ja, angeln wäre wahrscheinlich sinnvoll. Gut. Ja, so beschafft man sich einfach Dinge. Ja, das sollte man für den Bären aber richtig wechseln. Wo? Das ist auf jeden Fall Kaninchen. Ja, die Federn von den Schneehühnern sind halt... Das ist irgendwo da oben drauf. Okay, ist erstmal egal. Wir holen jetzt erstmal das Holz. Mit. Und das Holz. Und ganz wichtig, der Zunder. So ist er schon zu sehen. Ja, okay. Mit dem Schneehuhn kann man ihn dann auch ganz gut kiten. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Hast du recht, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, weil wie schon gesagt, wir brauchen den Saatbonus. Wir haben da einfach zu viel Geraffel dabei und außerdem möchte ich auch immer gerne einen guten Schwung Stöcke dabei haben. Too much stuff to carry. Hä? Na, ob ich den von hier treffe, das wage ich doch zu bezweifeln, aber ich kann es ja mal versuchen. Das war nichts. Das war zu kurz tatsächlich. Ich muss viel höher gehen. Oh, das war wohl nur ein Popo. Der hat sich erschreckt. Er ist schon wieder ruhig. Okay, alles klar. Ich will nur gucken, ob wir ihn erwischt haben. Das war der zu kurze Pfeil. Nichts ist. Nee, wir haben ihn nur erschreckt. Okay, das war ganz kurz davor, oder? Ja, ich glaube. Erstmal bis zum Autorennen. Da drüben ist er, okay. Schon noch ein Stückchen weg. Okay, dann lass mich mal. Wie bitte was? Willst du mich verarschen? Ist er jetzt okay? Ist ein bisschen schwer zu sehen von hier. Ja. Manchmal kommst du. Oh, genau. Kommst du eigentlich an die Tür? Ah ja, kommst du auch an die Tür. Okay, alles klar. Schon wieder erschreckt, verdammt. Gut. Dann darf das der Zukunftstobi machen. Vielleicht kann er das besser. Das kann doch nicht wahr sein. Mit dem Schneehuhn sollte es aber klappen, weil das hat schon eine leichte Müffellinie. Wir sowieso den Jungen aufwärmen. Ich schmeiß mal alles Holz raus, dass wir das auf jeden Fall jetzt nicht die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Das ist ja doch eine ganze Menge. Genau, und dann, ja, viel Spaß. In der nächsten Episode, ja, der Junge darf sich um den Bären kümmern. Wir brauchen dringend was zu essen. Und das ist halt, der Bär muss jetzt einfach dran glauben, das hilft nichts. Ich hoffe, das kostet nicht unnötig Prozente. Und dann heißt es auch Ahoi kochen und speisen. Ja, dann haben wir das auch erstmal geschafft. Wir werden hier auch reich. Wir haben ja noch genügend Holz, das ist ja nicht das Problem hier. und dann werden wir noch reichlich Wasser kochen, weil das ist auch wichtig. Ich habe echt viel zu wenig Zeug hier. Anscheinend haben wir das idyllische Tal nur so sehr kurz
sozusagen auf kurz auf Kante besucht und immer nur das gegessen, was halt gerade kurz war. Naja, gut. Ja, in der nächsten geht's weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.